So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Eurotrack-Simulator. So. Mit unserem wunderschönen LKW. Einen Auflieger müssen wir uns noch leisten können irgendwann, aber da brauchen wir noch ein bisschen Geld. Ich meine, klar, könnte ich jetzt natürlich auch jetzt gucken wegen Bankguthaben und dies, das, Ananas. Aber. Wie gesagt, mit der Bank, da müssen wir wieder die ganze Zeit drauf achten, dass wir nicht zu viel schlafen. Und was zur Hölle ist denn da jetzt los? Das hatte ich doch schon mal gehabt, oder? The fuck is going on? Holy moly! Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen Brain AFK, kann das sein? Wei, so, wir kamen eine Mission und die Mission ist da. Let's go. Da so. Halt, nein, das da. Straße frei, sehr gut. So. Ich will gerade bei 25 fahren dürfen, was ist denn hier los? Ah, Jobcenter. Direct Hire. Ja, ich muss jetzt darauf achten, dass ich jetzt nicht denke mit Motorhaube. Ist mir schon viel zu weit. Was jetzt? Muss ich jetzt fahren? Ja, ich muss fahren. Der fährt auch. Oh mein Gott, wieso fährt er denn? Fahr ich jetzt? Wer fährt denn jetzt? Oh, ich bin gerade. Es ist einfach zu warm. Ich kann nicht mal mehr. Ich kann gerade überhaupt nicht klar denken. Komm gerade vor, wie so. Fiebertot. So, jetzt nach oben müssen wir nach links, rechts. Ich nicht mehr links und rechts auseinanderhalten. Das würden ein paar sehr interessante, schöne Aufnahmen werden hier, Alter. Das Spiel, ey. Fängt ja schon extrem gut an. So. 75 darf ich. Oh, wie der LKW loszieht, Alter. Holy Mauli. Guckt euch diese LKW an. Ist der nicht wunderschön? Er ist so wunderschön. Hey, wie fahre ich denn zu schnell? Oh! Ja, ich fahre ein bisschen schnell. So. Hä? Ach, ich dachte nur 55 fahren. Ja, leck mich doch am Arsch. Wie soll das denn? Na komm, roll aus. So. Go straight on. Was war das denn gerade? Du solltest die Kamera drehen, nicht das Lenkrad. Goddammit. So. Ja. Ich glaube, ich höre doch direkt auf mit den Aufnahmen. Irgendwie bin ich heute komplett tot. Zu schnell fahre ich auch schon wieder. Aber jetzt geht's eigentlich, aber. Ich habe schon wieder instinktiv die ganze Zeit auf die W-Taste. Einfach powered by so schnell fahren wie geht. Aber wir wollen ja im Let's Play offiziell bleiben, ne? Und auch hier an Geflogenheiten befliegen. Halten. So, da vorne wird es enger. Und wir dürfen nur noch 50 fahren. Das ist aber sehr schade.
ready to turn left. Ah, das ist endlich unser Ziel. Gut, Jenny, bin ich mal gespannt, wie sich der LKW macht mit seiner ersten Fracht, mit seiner ersten Ladung hier. So. Alter, die Klappe, Mädel. So, Aufträge. Wir haben den da. Ah. Bin ich ja gespannt, ob der mit den 27 Tonnen klarkommt. Was ist denn der Auflieger? Ist jetzt wieder dahinter, hinter dem Rückspiel oder was? Ah ja, da hinten ist er. Okay. So, wie komme ich da am besten ran? Okay. So sollte es werden. Okay, here we go. No. Man merkt schon, jetzt schon wesentlich träger. Da durch? Ja, doch, sieht gut aus. Ja, der ist auch schon ganz schön am Struggle. Aber ist da auch KMH? Ja, da gibt es sogar KMH. Lol. Ein internationaler Truck. Ja, 30 schaffen wir schon mal. Locker? Naja, locker. Ich glaube, der bleibt jetzt hier bei 30 hängen, kann das sein? Wobei es so gerade ein bisschen bergauf zu gehen scheint. Mal gucken, wie es denn auf gerader Strecke aussieht. Oh, wir kommen sogar über 30, oder? Obwohl es bergauf geht. Das klingt mal vielversprechend. Und jetzt geht's ab hier. Jetzt ist hier... Oh ja, oh ja. Oh, Alter. Schade, dass die amerikanischen Auflieger auch nicht so schön hinten ausschwenken, wie die, also gegenlenken, wie die europäischen Schwerlastauflieger. Von daher muss man immer tierisch darauf aufpassen, dass man nicht zu weit reinschwenkt und dann alle Sachen mitnimmt, die da eventuell rumliegen. So, wir dürfen nochmal 60. Let's go. Ich glaube, das schaffen wir locker, 65 hier. Okay, also 27 Tonnen ist schon mal überhaupt kein Problem für den LKW. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Geil. Sehr löblich. Well. Oh, schon haben wir 65 km erreicht. Das ist krass. Für so einen alten LKW. Ja. Ich meine, gut, schon 430 PS, muss man auch dazu sagen. Ne? Also, auch alte LKWs können ja stark werden. Ne? Ist ja keine, ist ja hier ne? Kein Hexenwerk. Aber trotzdem, mit so einem alten LKW, so eine Last, ja, schon ganz in Ordnung. Und das Spiel hat mir schon gewarnt mit Achtung, ist Schwerlastgut. Ne? Gucken, ob den LKW überhaupt passt oder ob du nicht zur Werkstatt möchtest. Ich meine, wie gesagt, wir haben nur 10 Gänge. Das heißt, wir haben auch nicht so viel kleinere Gänge. Das heißt, steile Bergauffahrten könnten ein Problem werden.
Wollen wir da dann wahrscheinlich auf dem ersten Gang festhängen oder sowas. Aber ansonsten sieht es halt eigentlich echt gut aus. So, dann müssen wir links bleiben. Okay. Diese Autobahnkreuzungen. Das erste Spiel, wo ich sowas kennengelernt habe, war ja damals RPM-Tuning. Da war ja auch so eine kleine Autobahnkreuzung. Und ich habe mich halt direkt in diese Architektur verliebt. Es ist halt einfach sehr, sehr geil. Muss man schon sagen, wie es ist. So, die da vorne kommt schon wieder nicht aus dem Pushen, wie ich sie gerade sehe. Ich habe noch nicht mal die Maximalgeschwindigkeit erreicht. Ey, der. Jetzt gerade ging es sogar ein Stück bergauf und er konnte sogar die etwas über 60 mph halten. Wow. Alter Schwede. Da, das ist schon echt nicht schlecht. So, hier geht es wieder geradeaus. Und schwupps, haben wir wieder 65 erreicht. Geil. So muss das sein, Digga. Hahaha. Ich meine, ich weiß nicht, was wir hier noch so maximal ausbauen können. Ah, wir können 75. Weiß ich gerade nicht, was der maximal haben kann. Aber glaube, die höchste Motorausbaustufe war 540 PS. Glaube, irgendwie so in dem Dreh. Oder 570? Irgendwie so. Also gegen unseren Volvo bei ETS kommt er natürlich in keinster Weise an, klaro. Aber das ist ja auch nicht unser endgültiger LKW, sondern nur unser jetziges Schmuckstück, unser Einsteiger-LKW. Ah, so ein schöner Retro-Wagen. Und dafür ist der echt geil. Also ich meine, man merkt schon, jetzt hier auf 75 zu kommen, dauert schon wesentlich länger. Einfach, weil ihm da wahrscheinlich auch die Gänge irgendwann ausgehen. Ja? Das heißt, er hat jetzt schon eine relativ hohe Übersetzung und muss den halt und muss damit halt bis 75 durchprügeln. Aber ja, vor allen Dingen leider habe ich hier bei dem Tacho sieht man nicht, wo der effiziente Drehbereich ist. Aber gut. Okay, also 70 mph schafft er wirklich nicht so einfach. Da brauchen wir noch ein besseres Getriebe. Schätze ich jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch schon 27,5 Tonnen geladen. Plus ein paar zerquetschte. Also knapp 28 Tonnen geladen. Schon. Dafür schlägt sich der LKW echt wacker. Das kann man nicht anders sagen. Oh, okay, gleich haben wir die 75. Oh, ich glaube, wir müssen ausweichen. Oh, wir haben 75 erreicht. Wuhu. Krasser Scheiß. Alter, was ist das denn für ein Tiefflieger? Weißt du, der Himmel ist so groß und der muss 3 Meter über den Boden fliegen. Was ist denn los mit dem? So, dann überholen wir mal hier geschmeidig alle LKW. Guckt euch das an, Alter. Ich hier mit meinem Museumstruck überhole euch alle, ihr Bitches. Oh, ist jetzt hier sogar bergab. Cool, weißt du was? Scheiß auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich will mal gucken, wie viel er jetzt schafft hier. So ein bisschen bergab. Okay, bei 80 ist eh der Tacho vorbei. Da muss ich mal kurz das Ding aufrufen. Aber genug mal, viel mehr schafft ihr auch nicht, also. Nicht mit dem Motor. Ah, ne. Da bleibt er jetzt. Na gut, dann gehen wir mal wieder runter. So. Haben wir wieder unsere 75 mph Zielgeschwindigkeit erreicht.
und cruisen bis zum Ziel. Weit auch immer das entfernt ist. So, damit ich hier nicht mehr so viel quatschen muss, mache ich jetzt mal wieder die Musik an hier. Da. Warte mal, ist meine Maus so klein? Nö, meine Maus eigentlich. Die Maus ist hier im Menü so langsam. Hab ich das zumindest das Gefühl. Oh, Agent 007. Warum fährt er auf der linken Spur? Kann man das für irgendjemand erklären? Oh, so 55 hier. Was ist hier los? Warum so langsam? Rollen wir mal geschmeidig aus hier. Oh, nee. Sind eh beide Spuren blockiert. Von daher. Ach, hier ist jetzt wieder 70. Oh, Leute. Jetzt wieder 55. Verarschen? Was halt cool wäre, sind solche Stellen hier, so wie jetzt die Brücke. Ja, selbst wenn die Straße nach da und nach da nicht weitergeht, könnte man doch trotzdem die Unterführung befahrbar machen. Weil, da könnte man nämlich solche Stellen als Wendestelle benutzen. Kann man so nicht. Was Dummes. Ja, weil es ja naheliegend wäre, eigentlich. Laut meinem Weltbild. Das ist das einzig korrekte Weltbild, ja. Damit wir das auch mal geklärt hätten hier. So, hier wollen wir wieder 70 fahren. Geile Scheiße. Jetzt wieder 55. Hä? Warte mal kurz. Warte mal. Wait a second. Was sind das hier für Schilder? Trucks. Ah, okay. Autos dürfen 70 fahren und wir dürfen nur 55 fahren. Hätten wir mal doch einen Zweiachser genommen. Kein Dreiachser. Schade. Nein. So. Okay. Zu wissen. Ja, wobei, bei der Anzahl an Achsen, das zählt ja der Auflieger sowieso mit. Also, glaube ich zumindest. Na. Und zwei Achsen mit Auflieger wird ein bisschen schwer. So, der Tank sieht gut aus. Sehr gut.
Wie es halt schon wieder dunkel wird hier, ne? Also wir sind jetzt gerade die Sonne am Untergehen. Lässt mich rein oder nicht? Ja. Sehr gut. Leider sehen wir halt so immer nicht, wie müde wir sind. Das ist halt ein bisschen das Problem bei der Ansicht jetzt so. Ich meine, sieht man es hier auf der Schnelle? Nee, ne? Ne. Natürlich sehr schade. Das heißt, da müssen wir immer hier die F3-Taste durchseppen. Ah, geht noch. Diese Sonne. Ich meine, im echten verfluche ich die Sonne gerade. Weil wir heute 36 bis 38 Grad. Naja. Sagen wir mal 36 bis 40 Grad erwarten. Aber hier so in-game sieht es halt schon geil aus. Krass wären vielleicht so eine getönten Scheiben, die von oben nach unten ein bisschen heller wären. Also von anderen Flaggen nach oben dunkler wären. Oder sonnenundurchlässiger. Würde uns natürlich gegen Sunset und Sunrise auch nicht wirklich schützen, weil da ist die Sonne ja sehr flach, so wie jetzt gerade. Aber es würde das Ganze vielleicht auch nochmal so optisch ein bisschen hervorheben. Weise können. Warum ist eigentlich gerade unser blauer Pieper nicht angegangen? Da ist so eine Wiegelstation. Hätten wir ja wieder nicht so grünes Signal bekommen müssen bei dem blauen Pieper da? Sehr suspekt. Ah, wer weiß. Hier geht es ein bisschen bergauf. Ah, 55 gehalten bekommt er leider nicht. Ah, dann nochmal 50. Oh, und die Sätze kriegt er nicht gehalten. Schade, schade, schade. Ah, ja. So, machen wir mal hier Licht an, ne? Bringt jetzt noch nicht so viel, aber das vielleicht? Ah, ne. Die monströse Weitscheinwerferbeleuchtungsgedingsgedöns haben wir auch noch nicht, von daher. Alter, was haben wir da bitte schön für ein Navi? Guck mal, der schwarz wird von dem Display. Das ist ja fast weiß. Das ist ja nicht mal mehr grau, das ist ja schon weiß. Das ist ja wow. Heieieiei.
Ah, siehst du, man kann doch, da kann man doch einstellen, oder? Wir waren nicht, Spiegel einstellen, Licht einstellen, genau. So, und genau, Hintergrund des Armaturenbrett. Hammer. Ja, da sieht man echt. Hä? Ach so, das ist das Ding da unten. War das nicht auch das? Oder ist das nur denn, wenn es ein eingebautes Display ist? Das ist ja behindert. Ja, wow, okay. Jetzt wenigstens unsere Armaturenbeleuchtung ein bisschen heller. Also unsere Anzeigen da unten. Ah, Sprit haben wir noch zum Drittel. Siehst du, was man machen kann, ist einen Sitz einstellen. Vielleicht den ein bisschen höher machen. Niedriger. So, das. Nein, was bin ich denn da? Sitz ist die 1. Ja, so ist doch in Ordnung. So sehen wir auch immer durch den Sprit. Was? Ja, was habe ich jetzt gemacht? Was ist E? Okay, E gibt's gar nicht. Sehr gut. F muss ich drücken. So, nee, ich glaube mal, doch, so ist. Ich glaube, doch, so ist gut. Speichern. So. Jetzt haben wir auch den Fuel immer schon im Blick. Und man erkennt trotz meiner Kamera auch immer noch das Navi. Also trotz der Kamera hier erkennt man immer noch das Navi. Da das genau sauber dran vorbeigeht. Haha. Ich meine, ein paar Pixel überdeckt ist es, ja, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemanden stört. Hm, aber wir haben jetzt immer schon unseren Tank im Überblick. Was schon mal gar nicht mal so schlecht ist. Was halt wie gesagt nicht sehen, ist unsere Müdigkeit. Aber da haben wir auch noch genug Reserve. Und was halt noch geil wäre, was in echten halt jedes Navi anzeigt, ist noch die Entfernung zum Ziel. Die wird bei unserem Navi auch nicht angezeigt. Also, auch das müssen wir hier bei F3 abfragen. Oh, also 400 Meilen noch. Okay, das wird definitiv eine Zweiteilerfolge. Das heißt, wir gucken jetzt schon mal ein bisschen nach dem Rastplatz. Na, die ist mir ein bisschen zu abseits, wobei wir müssen hier sowieso rum. Da können wir auch gleich hier reinschneiden. Das ist dann ja schon fast naheliegend irgendwie. Oh. Außer natürlich, da vorne ist eine Umleitung. Das verändert natürlich direkt alles. Das ist doch nicht zum Aushalten hier. Oh, das heißt, wir fahren dann am besten. Was ist das denn hier für eine Konstruktion? Hier muss man von der Seite rauf, ne? Erstmal gucken, ab wo die Sperrung da kommt. Was jetzt hier genau gesperrt ist. Okay, ja. Oh! Fährt er einfach weiter und wir rein. Was ist denn los mit dem? So, hier ist alles gesperrt. Das heißt, wir können nur nach unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt. Oh, ja, klar. Dann hätten wir. Siehst du, bei echten Baustellen wäre es ja so, dass hier bereits eine Warnung gewesen wäre. Achtung, Junge. Bieg mal hier ab. Dann kannst du nämlich hier runterfahren, ist kürzer. Jetzt müssen wir hier den gesamten Rattenschwanz nach unten machen. Und wir können hier auch nur verwenden. Das ist ein bisschen sehr unerfreulich. Ja, sehr unerfreulich das Ganze. Oh ja. Naja. Ja. Mit so einem steilen Rampen hier drauf beschleunigen, zieht sich halt wirklich schon ein bisschen. Das ist eine Kacke hier jetzt.
Ist doch nicht wahr. Ich habe eine riesen lange Strecke, wo wir A, weder Pause machen können, noch was anderes machen können. Ist das bekloppt. Immer noch nur 55? Was ist das für eine Autobahn hier? Ist ja gar nichts, Alter. Müssen wir so rumtuckern? So, ja, wie gesagt, müssen wir jetzt mal rausgucken, wo wir jetzt hier Pause machen. Können wir bloß hier unten. Und hier ist aber auch nichts Naheliegendes. Außer das Ding hier. Das ist alles so traurig gerade hier. The fuck, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben wir ja hier was Schönes abbekommen. An Sinnhaftigkeit. Sehr geil. So, wie sieht es jetzt hier eigentlich? Wir haben noch 26 Stunden und brauchen noch 11 Stunden. Also einmal schlafen gehen können wir. Das heißt, bei der Raststelle pennen wir dann noch gleich. Dann hätten wir das nämlich auch direkt erledigt. Sehr gut. Richtig gläserne Bürokomplexe da hinten. Cool. Schnieke. Sehr schick.
San Diego. Habe ich mir immer ganz anders vorgestellt. Mehr San und weniger Diego. Ah, der war gut. Ein richtiger Schickelclub war hier. Lol, ey. So, gleich sind wir am Rastplatz. Müssen wir schon raus? Nee. Doch, eigentlich könnten wir auch so rum, oder? Nee. Wo ist der lang? Ah, nee, können wir gar nicht raus, ne? Ja, nee. Okay, hier ist Brücke. Deswegen. Okay. Oh, dann never mind. Achso, ein Flapping. Ich sehe leider den Auflieger kaum noch im Rückspiegel. Weil einfach so scheiße dunkel ist. Schwierig, schwierig, schwierig. So, hier können wir jetzt irgendwo Pause machen. Die Frage ist, komme ich hier rein? Komme ich mit dem Auflieger überhaupt hier rein? Da hätten wir reingemusst, ne? Weißt du was, wir fahren einfach so rein. Gut, hier ist keine Auffahrt. Scheiße. Alter, man sieht einfach gar nichts. Das gibt eine Katastrophe. Warte mal kurz, Folge, gibt es irgendwo einen anderen Rastplatz, den ich hier anfahren kann? Nee, ne? Ne. Der ist doch noch weiter eingekesselt. Keine Chance. Ah, kommt länger rauf? Kommt er rauf? Komm rauf. Bis auf den Bordstein. Sogar ein bisschen sehr viel, aber hey. Wow. Okay. Ah, könnte was werden. Ob ich hier dann später wieder rauskomme, ist eine ganz andere Frage. Aber ich komme hier zumindest erstmal rum. Das war schon mal die halbe Miete. So, jetzt müssen wir leider alle Parktaschen belegen. Ah, okay, ich kann auch so schlafen. Ja, gut. Achso. Gutchen, dann, würde ich mal sagen, das war's für der Folge. In der nächsten Folge erwartet uns erstmal eine Runde Regen. Sehr schön. Ja,
Das soll aber für diese Folge trotzdem erstmal gewesen sein. Ich bin schon wieder ganz schön lang geworden, aber egal. Und von daher würde ich mal sagen, bis dann.